der mit extrem kleinen Rädern auf ziemlich hohe Geschwindigkeiten aus ist. Denn auch die Scooterfahrer, die Rollerfahrer, haben ihre eigenen Roller, das heißt ihre eigenen Roller. Auch da wird auf der Viertelmeile oder auf der Achtelmeile Gas gegeben. Der Mann, der hier gleich nach vorne kommt, das ist Steffen Persch, er ist deutscher Meister des Jahres 2005 und 2006 und er führt auch in der laufenden Saison seine Rennklasse. Manches Sprint-Komitee, das ist die Organisation, die sich um die Durchführung der Rollerrennen in den verschiedenen Klassen kümmert. Und wir haben hier einen 80 Kubik Einzylinder Zweitakter, so wie ihn Sie vielleicht von Ihrem Motorroller erkennen. So hat der etwa 30 PS Leistung und fährt etwa 140 Sachen Spitze. Attacke auf den Rekord. Er gehört zum Team Scooter Attack. Und Fahrkönnen dazu. Mit diesen kleinen Rädern und mit nur 30 Kilo Fahrzeuggewicht die Viertelmeile anzugreifen. Geknackt bei der Nitro, der Nitrolympx 2007 fährt Steffen Persch hier die Zeit vor 13,7 mit 114 Sachen Endgeschwindigkeit im Ziel. Auf der 8. Meile hat er allerdings schon über 130 Sachen drauf gehabt.